Yo, was geht Leute? Blatt ist mal wieder am Start mit einem neuen Pokémon Omega Rubin Part. In dem letzten Part, Leute, hatten wir den Kampf gegen den Umkehrmeister verloren, ja. Der hatte mit seinem scheiß Lunastein ein bisschen gemogelt mit seiner Psychokinese, das war voll uncool. Und wir hatten außerdem auf der Route 117 viele Trainer bekämpft und auch im Restaurant kamen auch voll viele Trainer zum Vorschein, die wir dann geklopft hatten. Das heißt, wir hatten im letzten Part nur Trainer geklopft, was voll lame war. In diesem Part werden wir weitere Trainer bekämpfen. Yay, klingt voll spannend, ist es aber nicht. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, die Animation für diesen kleinen Teil hier auszuschalten, damit wir auch schneller vorankommen und auch mal was vom Spiel hier sehen, ja? Denn auf dieser Route gibt es mehrere Trainer, also schon einige sogar, und zwei davon haben sogar 6 Pokémon, ja? Das heißt, schon 12 Pokémon, die es zu besiegen gilt, und dann bei den anderen gibt es dann auch jeweils 1 bis 2. Also müssen wir mehr oder weniger 16 bis 18 Pokémon hier töten, nur auf dieser Route hier, also... Ja, scheint nach einer Challenge zu klingen, ist auch so irgendwie, ne? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich will gerne ein bisschen vorankommen, denn wir hatten in den letzten Parts allgemein voll wenig Progress gehabt, also Fortschritt, und das will ich jetzt ein bisschen so aufholen. Irgendwie habe ich mich in den letzten Parts gar nicht so weit von dieser Stadt hier entfernt. Wir hatten nur Sachen bei dem Rätselmeister gemacht, dann hatten wir Trainer besiegt und dann wieder beim Rätselmeister und dann wieder Trainer besiegt und Arenaleiter gemacht und dann keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich das Ganze immer im gleichen Rahmen abgespielt. Ich habe diverse Sachen gezeigt und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall will ich jetzt auch mal vorankommen und ich sag viel zu oft auf jeden Fall. Das nervt mich auch jetzt ein bisschen. So, ich bin zwar mitten in einem Triathlon, aber lass uns trotzdem schnell kämpfen. Ja, so ein kleiner Quickie ist doch immer am Start. Das klingt nicht richtig, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man so einen Quickie ganz schnell machen. Oh yeah. So, dieser Trainer besitzt einen Dodo. Dodo auf Level 18. Ich kann mich erinnern, dass dieser Trainer später sein Pokémon entwickeln wird. Ich weiß aber nicht, ob das in diesem Spiel auch der Fall ist. Ich würde schon sagen, ja, aber irgendwie kann ich mir das nicht ganz so vorstellen. Ich weiß nicht warum. In diesem Spiel ist mir noch nicht aufgefallen, dass man von den Trainern ihre Nummer bekommt. Das war ja in Pokémon Smaragd ja der Fall. Ich glaube auch in Pokémon Rubin und Saphir, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ne, ich glaube, das war dann nicht der Fall. Ich glaube, da konnte man die Trainer nicht nochmal herausfordern, oder? Das war nur in Pokémon Rubin und Saphir, wo das der Fall war. Und Sklave hat ein Item gefunden. Ein Hypertrank. Läuft. Ja, in Rubin und Saphir wurden, glaube ich, die Trainer auch stärker, aber man konnte nicht ihre Nummer bekommen. Also man musste wirklich von selbst drauf kommen, die wieder herauszufordern. Glaube ich. Ich weiß es wirklich nicht. Also falls ihr es besser wisst, schreibt es mir unten in den Kommentaren. Das würde mich nämlich sehr interessieren, ob diese Trainer wirklich stärker werden. Denn ich weiß, dass sie früher wirklich stärker geworden sind. Also fast jeder Trainer auf dieser Route wurde stärker. Sogar diese Frau mit diesen 6 Pokémon, die sie gerade besitzt, wurde stärker. Und jedes ihrer Dinger wird sich später entwickeln. Also dieses Wingull wird später zu einem Pelipper. Und was hat sie noch? Ich glaube, Roselia hat sie auch noch. Und was weiß ich, ey. Und die werden sich später alle entwickeln, also sind auf jeden Fall ganz coole Trainer, die man dann auch später nochmal herausfordern kann. Ja, Schlammbombe wollte mein Morabel gerade erlernen, wollte ich ihm aber nicht beibringen, aus einem ganz bestimmten Grund. Der Grund ist nämlich der folgende: Schlammbombe geht zu 85% drauf und zu 15% geht es daneben. Unsere Attacke aber, Lehmschuss, geht zu 95% immer drauf. Der Unterschied zwischen der Stärke zwischen diesen beiden Attacken liegt nur bei 10. Also die eine Attacke ist, also ich glaube, das, was er lernen wollte, war ja, glaube ich, Schlammbombe, ist 65. Also hat die Stärke 65. Oh mein Gott, ich schlabe voll die Scheiße. Und das andere, glaube ich, Lehmschuss, liegt bei 55. Genau. Jetzt kommt ein scheiß Eneko. Was kann ich da machen? Ich glaube, ich werde jetzt zu Croak wechseln, denn Croak kann es mit seinen geilen Kampfattacken auseinanderfetzen, was voll geil ist. Und wisst ihr Bescheid? Nee. Klingt wie eine beleidigte Katze, ich weiß nicht warum. Kommt mir irgendwie mal so vor. So, ich habe mal Protz eingesetzt, damit ich die anderen auch sofort hintereinander killen kann. Ich glaube, ich werde das nochmal einsetzen. Sehr gut, wunderschön mache ich das. Und jetzt muss ich eigentlich nur Ableitieb spammen und weitere Attacken, die den Gegner sofort K.O. hauen. K.O. hauen, wow, das war ein gutes Deutsch. So, Croak erreicht Level Up.
Möchte Vergeltung erlernen? Nein, wir haben bereits Ableitieb. Ableitieb ist definitiv besser als Vergeltung, weshalb ich ihm das nicht beibringen werde. Oh mein Gott, wenn dieses Azugel nur wüsste, was gerade auf es zukommen wird. Wir haben nämlich Giftschock. Und in dieser Generation ist Azurill ein Fee-Pokémon. Und Feen sind nicht gerade so glücklich mit Gift-Pokémon. Also, ja, die hassen sich fast so gesehen. Keine Ahnung. Und wisst ihr Bescheid. So, jetzt muss ich einen ganz kleinen Fisch hier töten. Was eigentlich voll brutal ist von mir, oder? Ich meine, der Fisch kann nicht mal schwimmen, denn da gibt es gerade kein Wasser im Umkreis, was sehr blöd ist. Der arme Fisch, ey. Tut mir ein bisschen leid. So, zu guter Letzt noch ein scheiß Knospi. Genau, Knospi wird sich dann später zu einem Roselia entwickeln. Ich glaube, in dem Originalspiel hatte sie ein Roselia, aber in diesem Spiel konnte man ja dann die Vorentwicklung hier reinstopfen. Denn ich denke, das passt dann schon ein bisschen besser. So, soll ich hier wechseln? Melly ist paralysiert. Everglade ist ein bisschen verletzt. Ich glaube, ich werde Baumfried hier an der Front lassen. Oder auch nicht, warte mal. Ne, ich lasse Metang an der Front. Ich weiß nicht warum, ich habe einfach Bock zu. Baumfried bekommt sowieso mehr Erfahrungspunkte als die anderen Biester, der ja rübergetauscht wurde. Und ja, ich werde das glaube ich so machen. Ich glaube, ich werde hier ein paar Reile auf mein Ding hier einsetzen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass es paralysiert ist. Werde ich nämlich vielleicht auch im Kampf benutzen. Das hier sollte nämlich ein Käfersammler sein. Ja, das kann man sehr gut erkennen, denn er hat... Ja, er sieht halt aus wie ein scheiß Käfersammler mit seinem Netz, ne? Ich war früher mal ein Käfersammler, heute bin ich ein Käfermaniac. Was sich überall die Zeit nie geändert hat, ist meine Liebe zu den Pokémon. Ja. Alter, wie der aussieht! Wie ein scheiß Zombie! Wie kack... Ist das ein Vampir oder ein Zombie? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, so ein schlechtes Design für so ein Ding, Alter. Klar, er heißt Pokémaniac, aber... Also Käfermaniac, aber trotzdem sieht das ein bisschen krank aus. Und wo ist überhaupt der Unterschied zwischen Käfermaniac und einem normalen Käfersammler? Ich glaube, der Unterschied liegt beim Aussehen. Verdammte Kacke. So, ein Ninkara kommt und ich werde jetzt seinen Kopfstoß einsetzen. So. Tot. Sehr gut. Ein Pudox. Was kann ich hier machen? Ich glaube, ich werde den Melly rauslassen. Und die soll dann einfach die ganze Zeit Drachenwut spammen, bis es dann krepiert. So. Pudox Level 15. Das ist krass. So, es hat fast alles verloren, was sehr cool ist. Ich glaube, nochmal Schlitzer sollte es machen. Oh yeah. Ich kann es absolut nicht erwarten, bis sich meine scheiß Pokémon entwickelt haben. Ich habe so geile Biester, Alter. Und sobald sie sich entwickelt haben, sind sie noch krankere Biester. Bei meinem Milza wird es noch ein bisschen dauern. Es entwickelt sich erst auf Level 38. Bei meinem Glibunkel auch auf 37. Also, ja, wir müssen da schon ein bisschen warten und uns gedulden, bis dieser Augenblick gekommen ist. Aber danach haben wir Biester, die alles zerstören können. Und das ist doch eine coole Sache. So, Melly erreicht Level 22. Alter, dieser Maniac sieht so krank aus, Alter. Wer hatte die scheiß Idee, so ein Ding hier einzuprogrammieren? Ohne Witz, Alter. Der sieht aus wie so ein Zombie. Ach, egal. So. Zerschneider. Und ich werde hier spaßeshalber Top-Schutz einsetzen. Oder habe ich einen normalen Schutz? Ich habe Superschutz. Sollte auch reichen. Ich habe nämlich keinen Bock auf Pokémon hier zu treffen. Die stören nämlich meine Aufnahme und das muss ja auch nicht sein. Bladi findet das Item Beleber. Beleber sind auch immer sehr nützlich. Davon habe ich jetzt nicht so viele und ja, desto mehr ich finde, desto besser. Die Luft hier ist so frisch. Genau, das war auch der Grund, warum Heiko nach Wiesenflur ziehen wollte, wegen der frischen Luft. Da er ein sehr kranker Junge ist mit irgendeiner unbekannten Krankheit und er soll sich halt in diesem Dorf ein bisschen ausruhen, sagen wir es mal so. Oh, ich habe hier was gefunden. Bladi findet das Item Flunkifanid. Ja. Die Suche nach dem Megastein hat bereits begonnen. Das ist wunderschön. In Pokémon XY konnte man die Megasteine erst nach der Pokémon-Liga bekommen. Ich glaube, erst nach der Pokémon-Liga. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und hier kann man sie anscheinend während dem Abenteuer bekommen, was auch eigentlich voll cool ist. So, will der mit mir kämpfen? Hast du Bock? Was meinst du? Sind diese Blumen nicht wunderhübsch? Habe ich selbst gepflanzt. Das ist wunderschön. Leute, gebt euch mal jetzt den Namen dieser Frau, ne? Das ist der Wahnsinn. Eine Herausforderung von Pokémon-Züchter Blasius.
Ja, die heißt allen Ernstes Blasius. Ich unterlasse jegliche perversen Kommentare an dieser Stelle. Aber ich denke, ihr wisst, was ich an dieser Stelle sagen würde. Ich sag nur eins. That's what she said. Den Rest könnt ihr euch selber denken. Also, ihr sollt euch den Rest denken am besten, denn ja, ich habe jetzt keinen Bock, es hier an dieser Stelle zu sagen. So, ich setze mal ihr Wachstum ein und dann prügele ich auf den Gegner los, bis er tot ist. Holzgeweih. Und ja, das war's auch schon, ne? Spannender wird's auch nicht. Also, ich muss hier wirklich nur noch die ganze Zeit meine Attacke spammen, bis sie alle sterben. Schwalbini, oh, das könnte ein bisschen gefährlich werden, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde mich trotzdem mit diesem Ding hier anlegen. Wir haben trotzdem Finte parat und Finte sollte ihm eigentlich, ja, alles abziehen. Wunderschön. Das ist äußerst bemerkenswert, Bruder. Dann kommt ein Stolunior. Voll langweilig. Lame. Na, später wird es sich auch dann zu einem Stoll... Wie heißt das andere? Nicht Stollrak. Stollrak, glaube ich, ist die letzte Entwicklung, oder? Oder Stolos. Oh, verdammte Kacke, ich vergesse immer. Ich glaube, Stollrak ist dann die zweite und Stolos ist dann das letzte. So, ich glaube, das... Ja, das letzte wird sie nie bekommen. Ihre Pokémon gehen, glaube ich, bis zum Level 32 und danach aber hört es auch schon auf. Ich finde es ein bisschen schade. Ich meine, sie könnte auch weiter leveln. So bis Level 50 oder so. Dann hätte man wenigstens so eine kleine Challenge bei dieser Frau. Aber ja, die sollen ja auch jetzt nicht zu stark werden. Und dann würden die Trainer in der Siegestraße ja fast neidisch werden auf so einen Pokémon-Züchter. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. So, Marquita. Es hat Kreise auf den Backen. Also im Gesicht. Das ist sehr skurril. Ja, ich glaube, Makuta soll ja einen Sumo-Ringer darstellen. Fällt mir gerade so ein bisschen auf. Also, sein Kopf hat ja dieses Ding da. Und ich glaube, das soll wirklich einen Sumo-Ringer darstellen. Und die haben auch noch irgendwas im Gesicht. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht Kreise, vielleicht auch was anderes. Aber irgendwas haben sie auf jeden Fall im Gesicht. Und so könnte ich mir das erklären. Was ich mir aber nicht erklären kann, ist, warum sie das von Geburt an haben. Ja, jetzt fangen wir schon an, die Pokémon-Logik zu hinterfragen. Und das sollte man bei einem Pokémon-Spiel wirklich unterlassen. Wirklich, Leute, macht es nicht, denn ihr werdet ansonsten keinen Spaß haben. Es gibt so viele unrealistische Sachen in Pokémon. Ich denke, ihr habt euch genug Videos angeguckt, in denen stand unlogische Pokémon, unlogische Dinge in Pokémon. Ich glaube, es gibt unzählige Videos davon, was alles so unrealistisch ist in ganz Pokémon. Und ja, ich denke, wenn man selber ein bisschen überlegt, kann man auch auf Sachen kommen. Ne? Ich meine, das ist wohl kein Problem. So, wir sind in Wiesenflur angekommen. Wunderschön. Ich werde mir gleich mal die Stadt hier angucken. Genau. Was? Was hat sie mit Carlos gesagt? Als ich in Carlos war, hat mir so ein merkwürdiger, rot angezogener Typ dieses Lied beigebracht. Ball, Ball, Nestball, Ball, Ball, Luxusball. Angezogen, rot angezogener Typ. Wer ist denn rot angezogen in der Carlos-Region? Leute, falls ihr es wisst, schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich bin gerade nämlich beim Reden und wenn ich jetzt zu viel nachdenke, werde ich mich selber aus dem Konzept bringen. Und ja, das ist halt nicht der Sinn der Sache. Ein roter Trainer, Alter. Wer ist denn rot angezogen in der Carlos-Region? Der Fiesling auf jeden Fall nicht. Ansonsten fällt mir aber niemand mehr auf. Ah, stimmt. Die Team Flair-Mitglieder vielleicht, oder? Das könnte es sein. Ich glaube, ich habe die Rätselslösung gefunden, Kinder. Sollten dann die Team Flair-Mitglieder sein, ja. Sollte hinhauen. Weit von hier, in Prachtpolis, findest du die Pokémon-Liga. Die Trainer dort sind alle geradezu furchterregend talentiert. In der Pokémon-Liga musst du die Top 4 hintereinander besiegen. So sind die Regeln. Wenn du gegen einen dieser Trainer verlierst, musst du alles wieder von vorne machen. So, hier gibt es wieder so einen Wettbewerb-Contest, an dem ich nicht teilnehmen werde, denn ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Wir hatten ja bereits in einem anderen Part teilgenommen und ich sehe keinen Grund, warum wir nochmal an so einem Ding teilnehmen sollten. Weshalb ich es auch unterlassen werde. So, Superschutz wurde aktiviert und ich werde mir gleich mal die Höhle angucken. Ich werde auch den Metalldetektor anmachen, vielleicht finde ich irgendwas. Nope, nope, nope. Das ist lame. Route 116, aha. Du! Oh, wieder so ein Pokémaniac. Ich habe meine Brille verloren. Kannst du mir bitte helfen, sie zu finden? Leute, guckt euch bitte sein scheiß Gesicht mal an. Seine scheiß Brille ist auf seinem scheiß Gesicht.
Alter, dieser Drecksack, ne? Der verarscht mich doch. Von wegen Brille verloren. Ja. Ich würde wirklich nicht sagen, dass das seine Brille ist, aber okay. Hier oben gibt es noch irgendetwas. KP Plus, okay. Ich habe meine Brille verloren. Okay. Diese Brille, darf ich die mal kurz sehen? Das ist ein Schattenglas, stimmt's? Danach habe ich leider nicht gesucht. Vorher habe ich meine Brille bloß wieder liegen lassen. Mann, du hast deine scheiß Brille an. Oder vielleicht ist das ja der Sinn der Sache. Der merkt gar nicht, dass er seine Brille anhat, oder? Ist das vielleicht der Witz dabei? Ist das vielleicht die glatte Ironie, die sich da gerade ereignet hat? Fettsack, ich glaube, der Fettsack will mit mir kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich den... ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Ach, komm, YOLO, komm her. Ich weiß nicht, warum dieser Kampf nicht automatisch stattfindet. Ich meine, ich bin ja förmlich im Weg und der sollte mich dann eigentlich auch sofort zum Kampf herausfordern. Aber anscheinend ist das hier unnötig. Keine Ahnung. So, Kleinstein. Holzgeweih. Bams. Wunderschön. Ja, Kinder, ich wollte eigentlich in den Parts über ein paar Sachen reden, die gerade bei mir so angesagt sind. Ich bin aber irgendwie noch nicht dazu gekommen, also in absolut gar keinem Part, was eigentlich sehr blöd ist. Und mein Dings möchte Egelsamen erlernen. Ich glaube, das ist unnötig, da wir Holzgeweih haben. Denn mit Holzgeweih können wir auch unsere Kappe wieder aufstocken oder aufstocken, wie man es möchte. Auf jeden Fall wollte ich über Sachen reden, die bei mir gerade sich so abspielen, denn ich hatte einen Grund, warum ich keine Parts aufnehmen konnte in der letzten Zeit. Und das wollte ich in irgendeinem Video bringen, aber irgendwie vergesse ich es immer da, wo es halt wichtig ist, was voll blöd ist. Denn ja, jetzt sind wir wieder beim Partende angekommen und hier lohnt es sich nicht mehr damit anzufangen. Ich glaube, im nächsten Part werden wir fast wieder nur auf Trainer stoßen. Und da kann ich dann das eine oder andere bringen. Ja, es sind eigentlich einige Themen, die ich dann so parat habe. Ich werde mir einiges so aufschreiben, denn ich glaube, so kann ich mir dann die Sachen auch merken, über die ich dann labern möchte. Und so habt ihr dann auch ein paar geile Themen, die ihr euch dann anhören könnt. Und ja, ne? Wo sind die beiden? Hier. Dö. Du bist also Bladi. Heiko hat mir schon von dir erzählt. Ich bin Heikos Cousine. Nett, dich kennenzulernen. Dank dir kann ich meine Freundin jetzt jeden Tag sehen. Ob ich glücklich bin? Darauf kannst du wetten. Ja, das ist gerade ein bisschen behindert. Hatte man von denen nicht eigentlich die VM-Stärke bekommen? Oder habe ich die bereits bekommen und ich habe es nicht mitbekommen? Nein, anscheinend nicht. So, ne, scheint nicht der Fall zu sein. Ich weiß nicht jetzt, wo man... Also ich weiß nicht, wo man Stärke bekommt. Ich dachte immer, man würde es hier bekommen, aber... Ich glaube, das wurde geändert. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich muss kurz überlegen. Kein Plan. Ich bin mir sogar sicher, dass man es hier bekommen hatte. Nachdem man den Stein da aus dem Weg geschafft hatte, ging es eigentlich. Ich könnte mich auch jetzt wieder nach Metaro City begeben, um mit dem Vater von Troy zu reden. Ich glaube, dann bekommt man so eine kleine Belohnung. Das werden wir wahrscheinlich im nächsten Part erst machen, Kinder. Denn ich habe in diesem Part bereits zu viel Zeit investiert und ich glaube, im nächsten Part eignet sich das Ganze noch ein bisschen besser. Ich werde mich logischerweise schon zum nächsten Ort begeben, wo wir uns hinbegeben müssen, nämlich hier auf Route 111. Und das führt uns dann zum Schlotberg, wo sich die Team, Team Magma-Mitglieder befinden, ja. Und ja, denen müssen wir halt auf die Spur kommen, denn die haben irgendwas Komisches vor. Und das werden wir dann erst... irgendwann erfahren, ich weiß nicht wann, entweder im nächsten Part oder im übernächsten Part. So Leute, das war's soweit von mir. Wenn euch dieser Part hier gefallen hat, könnt ihr mich und dieses Let's Play mit einem Daumen nach oben unterstützen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Part, euer Bladius.